Oh, was ist das da? Das ist bestimmt wieder... Ist das wieder Chrysonit? Den ich schon habe? Das ist wieder Chrysonit. Okay, wir haben... Wir haben damit zwei Slots schon belegt. Lebenserhaltungssystem. Vielleicht... Oh, ich sollte mal ganz kurz... Moment. Mein Gefahrenschutz. Das brauchen wir jetzt. Da brauchen wir jetzt Titan zu, ne? Technologie aufgeladen. Naja. Hierfür können wir Plutonium nehmen. Das Chrysonit, ich will das... vielleicht mache ich einen Slot frei. Was? Ach, das ist wieder Emeril. Emeril hatten wir schon mal. Wir nehmen es mal mit. Das können wir verkaufen. Das können wir gut verkaufen. Das bringt ganz gut Kohle. Das bringt ganz gut Kohle. Und da mein Frostschutz jetzt hier nicht so schnell down ist, wie ich befürchtet hatte... Man weiß ja nie auf so einem frostigen Planeten hier, ne? Oh, was bist du denn? Wieder Chrysonit? Scheiße. Zink. Platin. Also hier ist echt, hier gibt's jede Menge, Leute. Warum geht der Frosch im Hals nicht weg? Was soll das? Aber, also so mal... Entschuldigt. Mein Hals momentan ein bisschen blöd. So, so mal allein zum Farmen. Hier ist der Planet echt ganz geil. Also zumindest Tamium, Zink und sowas. Wir nehmen ein bisschen Emeril mit, ne? Ein bisschen. Ich guck mal, wie viel wir haben, dass wir so einen Stack voll machen vielleicht. Dauert leider immer ein bisschen länger als jetzt zum Beispiel so einen fetten Dinger da Plutonium abbauen oder so, wo du dann plötzlich so ein 200er Stack reingeballert bekommst ins Inventar. Ist leider bei diesen Sachen wie Heridium, Emeril und so, ist das leider so, aber gut. Das Zeug ist dafür auch wertvoller. Wobei, eigentlich Quatsch. Gold war ja auch so wie Plutonium und Gold ist extrem viel wert. Wie kann der sich denn stabilisieren? Schwankt hier die Temperatur so extrem oder was? Ich verstehe das nicht gerade. Der sinkt doch. Na, wie viel brauchen wir noch? Naja, komm, 50. Das kriegen wir noch kurz easy hin. Und dann werde ich mich aber auch verziehen hier. Das ist nur ein bisschen, das ist nur ein bisschen zum Geld machen nebenher. Wenn wir wieder irgendwo einen Außenposten finden, einen Handelsposten, was auch immer. Dass wir dann halt ein bisschen was haben, was wir verscherbeln können. Wie abgezählt, Leute, wie abgezählt. Warte, da können wir ein bisschen was übertragen. Scheiße. Da tun wir das wieder... Weg. So. Ja, da ist auch voll. Ciao. So, dann hauen wir das Emeril drüben rein. So. Chrysonit, wie gesagt, lassen wir. Da haben wir schon. Ein bisschen Gold würde ich gerne mitnehmen, muss ich ehrlich sagen, aber... Scheiße, wo ist unser Raumschiff? Wo ist das Raumschiff? Hier. Wir fliegen gleich mal noch ein bisschen um den Planeten rum, um zu schauen, ob wir irgendwas Cooles noch entdecken können. Oh, was bist du denn? Das sieht mir nicht nach Heridium oder sowas aus. Stabilisiert sich. Können wir hier vielleicht den Wärmeschutz stabilisieren, hier drin? Hier vielleicht? Nee. Funktioniert nicht.
Ja, hätte ja sein können. Aber da ist überall arschkalt. Nickel. Oh, Nickel. Das müssen wir auch mitnehmen. Das habe ich noch nie gesehen. Aber vorher, bevor ich jetzt meinen Titan verbrate... Oh, was ist denn hier? Atlas-Pass. Ja, die mache ich gar nicht erst auf, die Dinger. Wir gehen mal ganz kurz hier rein, um unser Schild wieder aufzuladen. Also um unseren Gefahrenschutz wieder aufzuladen. So, dann können wir nämlich ein bisschen Nickel farmen kurz. Nickel habe ich tatsächlich noch gar nie gesehen. Noch gar nicht. Deswegen, das muss ich unbedingt mitnehmen. Ich dürfte wahrscheinlich auch teuer sein. Ja, lässt sich genauso langsam farmen wie Emeril und das ganze andere Zeug. Naja. Aber das nehmen wir mit. Ich guck mal gerade geschwind. 137 je Unit. Okay, das ist teuer. Gold ist teurer, aber das ist sogar teurer als Alu. Das nehmen wir ruhig ein bisschen mit, würde ich sagen. Problem ist nur, langsam kriegen wir wieder Platzprobleme. Weil ich jetzt natürlich keine Sachen mehr dabei habe, die... ich habe jetzt zwar alles, diese Einer-Stack-Dinger da, diese Gag-Amulett und den ganzen Scheiß, habe ich zwar verkauft, aber dann wirst du natürlich wieder grüßen wahnsinnig, weil du hast ja plötzlich Platz ohne Ende, ne? Also sammelt man jeden Scheiß ein. Vielleicht müssen wir irgendwann wieder was wegschmeißen. Wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen, aber naja. Wir könnten auch einen Stack Plutonium wegschmeißen, davon haben wir ja auch wahrlich genug, glaube ich. Ey, wie viel Nickel ist das hier denn? Das ist ja ein riesen Klotz. Lebenserhaltungssystemenergie niedrig. Das ist ein Riesenklotz hier. Ich glaube, ein bisschen was werde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Das ist, Alter, wenn wir das komplett abbauen würden, da hängst du ja ewig dran. Ich will nur gucken, dass wir so ein Stack hier voll haben, ne? Dass sich das auch lohnt, sonst wenn wir da jetzt so ein bisschen was mitnehmen, dann lohnt sich das wieder nicht und dann kannst du eigentlich nachher wieder den Platz auch anderweitig benutzen. Oh, warte mal, wir müssen den Bergbaustrahl schnell aufladen. Mit Plutonium. Oh, warte mal, da haben wir dann so minimal Plutonium, da können wir gerade das hier noch reinballern. So, sehr schön. Dann haben wir einen Platz wieder frei. Ich glaube, so im Laufe der Zeit, auch so mit 1, 2, 3, 4, 5 Inventarplätzen mehr, kommen wir dann deutlich besser zurecht. Warum stabilisiert sich? Ich verstehe es immer noch nicht. Eigentlich müsste der sagen, geht runter oder sowas. Keine Ahnung. Weil es geht ja auch runter. Er stabilisiert sich ja auch gar nicht. Es ist voll gelogen eigentlich. Der lügt mich total an. Das Spiel verarscht mich ein wenig. So, was haben wir denn nur? Okay, ein bisschen noch, dann haben wir es fertig. Dann können wir uns von dem Nickelklotz hier verpissen. Und weiter unserer Wege gehen. Denn ganz ehrlich, es macht zwar Spaß, alles zu analysieren, was man so findet. Aber ja, hier lohnt es sich nicht. Warte mal. Hier lohnt es sich jetzt nicht so extrem. Haben wir schon entdeckt. Okay, hier lohnt es sich jetzt nicht so derb, weil wenn wir die Tiere entdecken, ihr habt ja gesehen, was wir da immer für einen Geldbonus bekommen. Da lohnt sich das natürlich wirklich sehr, ja. Allerdings habe ich es leider halt nicht geschafft. So. So, noch 4. Schaffen wir das? 2. Nochmal 2. So. 250. Fertig. Das soll reichen. Da ist mein Schifflein. Extreme Nachttemperatur gemessen. Ja, okay, wir gehen mal schnell ins Schifflein. Okay, nachts wird es hier also nochmal deutlich kälter. So, wir gucken gerade mal. Was könnte ich eigentlich... Hier, die Startschubdüse, die können wir mal wieder aufladen mit Plutonium. Achso, wir müssten wieder Plutonium farmen, ne? Wie können wir denn den mit Tamium? Okay, genau, dafür war das Tamium sehr wichtig. Okay, sehr gut. Den Hyperantrieb können wir nicht aufladen, da brauchen wir Warpzellen. Und ich habe keinen Plan, wo wir den herkriegen sollen, um ehrlich zu sein. Die herkriegen sollen. Das ist mir noch ein Rätsel. So, wir können hier mal kurz ein bisschen umschichten.
So, wir haben sehr viel Scheiß dabei. Wirklich sehr viel. Wir müssen echt gucken, dass wir da irgendwie mal, ja. Zur Not verkaufen wir ein bisschen was hier, so Nickel, Gold und so. Kupfer, Emeril, das können wir alles zur Not verkaufen. Das gibt ganz schön gut Kohle. Hier, guck mal, 68.000. Für 250 Emeril, ja. Wenn ich hier nochmal... Eigentlich sollte ich das voll, fast voll machen, ne? Dann haben wir beim nächsten Händler 130.000 Kohlen. Scheiße. Wir starten mal. Wenn ich wo Emeril finde, dann lande ich vielleicht. Aber jetzt nicht unbedingt nachts, da ist so arschkalt hier. Wir geben mal ein bisschen Gas, komm. Da vorne sehe ich was Grünes. Ist das Emeril? Das sieht nicht nach Emeril aus, Leute. Das sieht nicht nach Emeril aus. Schlag mich nicht, wenn ich falsch liege, aber das sieht nicht nach Emeril aus. Das ist Emeril. Willst du mich verarschen? Hä? Okay, Leute, wir machen das einfach. Wir nehmen das nochmal mit. Ganz ehrlich, das gibt 130.000 Ocken. Das ist extrem. Also das ist eigentlich nicht so viel, aber ganz ehrlich, ich meine, irgendwie müssen wir an die Kohle rankommen, um irgendwann neue Raumschiffe zu kaufen, ne? Deswegen, ich weiß, ich könnte auch ein bisschen offscreen farmen. Das werde ich auch natürlich tun. Denn so die ganze Zeit jetzt nur hier am Farmen sein, das will ich euch nicht antun. Das macht keinen Spaß, glaube ich, auf die Dauer. Dann wird das ein bisschen langweilig. Deswegen werde ich das ein bisschen offscreen natürlich machen auch. Aber so ein bisschen was können wir ja mitnehmen. So ein bisschen was können wir ja mitnehmen unterwegs. Vielleicht können wir das ja auch in der Folge noch verscherbeln. Wer weiß, vielleicht finden wir noch einen Handelsaußenposten oder sonst irgendwas. Ich glaube allerdings, arg lange werde ich hier auf diesem Planeten nicht verweilen, wenn es hier so arschkalt ist. Das ist, glaube ich, da können wir nachts nicht rausgehen und so, weil es uns dann das, den Gefahrenschutz wegsägt wie nichts. Deswegen glaube ich, dass ich hier... Ja, vielleicht suchen wir noch nach einem Handelsposten oder nach einer Raumkapsel für eine Inventarerweiterung oder sowas. Mal schauen, wer weiß. Vielleicht finden wir ja was. Ansonsten, glaube ich, werden wir uns hier recht schnell wieder verpieseln. Denn hier gibt es ja noch nicht mal Tiere. Oh, warte mal. Ja, ne, nehme ich auf dem Rückweg mit. Plutonium unbedingt. Oh, jetzt wird's kalt, Leute. Jetzt wird's gleich kalt. Wobei wir immer noch minus 55 Grad haben, ne? Lebenserhaltungssystemenergie niedrig. Ja, ist schon okay. Es wird irgendwie nicht kälter, kann das sein, aber dabei ist Dach. Es wird wärmer sogar. Hä? Was ist da denn los? Oh, wir sind fast voll, geil. Ging aber schneller als ich dachte. So, warte mal, haben wir das? Ne, noch nicht. Jetzt müsste ich eigentlich voll sein. Geil. Jetzt haben wir... Nicht schlecht, Leute. Und was bringt der Nickel eigentlich so für einen kompletten Stack? Okay, Nickel ist nicht so teuer. Nickel ist nicht so teuer. Aber jetzt guckt euch das mal hier an. 137.000 Units, wenn wir das verkaufen. Für ein bisschen Emeril sammeln. Also ganz ehrlich, wenn sich das nicht lohnt, dann weiß ich aber auch nicht. Es wird immer noch wärmer, komischerweise. So. Plutonium, hau ab, du blöder Wächter. Hau ab. Lass mich Plutonium farmen, gefälligst. Technologie aufgeladen. So, das können wir weiterhin nur damit aufladen. Ihr habt mich im Blick, ich sehe das schon. Ja, ich dachte gerade, hier ist vielleicht noch ein bisschen... Wir nehmen mal ein bisschen Tamium mit, das brauchen wir ja immer für den... Ach, das war sowas. Ja, gut, dann nehmen wir halt das Platin mit. Dann nehme ich... Okay, jetzt nehmen wir das Platin mit. Stabilisiert sich. Was für stabilisiert sich? Lüg mich doch nicht an, du. Lüg mich doch nicht an. So, eine beschädigte Maschinerie. Kanonenschaden Sigma plus 1. Die Feuerrate der Photonkanone. Ich kann wieder nicht reden. Photonkanone wird erhöht. So. Gibt es hier nicht noch irgendwo ein bisschen. Naja, komm, das Platin nehmen wir mit. Platin und Zink nehmen wir mit. Da haben wir im Schiff noch ein bisschen Platz, bis das Deck voll ist. Warum nicht? Dann machen wir das doch einfach. So. Und dann gucken wir mal ganz kurz hier noch rüber. Ich weiß, mein Gefahrenschutz ist nicht mehr so geil dabei.
Aber das überleben wir schon, das kriegen wir schon hin. Und nur ganz kurz gucken. Ah, okay. Das ist nur so ein Ding, was mir irgendwelche Locations anzeigt. Der Planet gefällt mir schon, muss ich sagen, aber... Die Kälte... Stabilisiert sich. Ja, stabilisiert sich natürlich, stabilisiert sich. Ich glaube, das ist irgendwie ein Bug. Das Spiel verarscht mich nämlich total hier. Tja, Zink können wir rüber. Ach, Zink war ja voll. Aha. Platin ist auch bald voll, okay. Kupfer hätten wir noch Platz, aber Kupfer, naja, ja, da sammle ich jetzt nicht auch noch. Ich glaube, wir sollten mal zurück zum Schifflein, bevor wir hier noch weggefrostet werden. Sollen wir den Batzen Plutonium da noch mitnehmen? Ist ja schnell abgefarmt. Und plock. 100 Plutonium. Zink. So, das Zink müssen wir leider im Inventar behalten, weil wir... Oh, noch mehr Platin. Müssen wir leider im Inventar behalten, weil wir ja... Boah, ich sollte dringend zum Schiff zurück. Weil wir ja hier keinen Platz mehr haben. Der Stack ist ja voll hier. Und rein ins Schifflein. Gerade so, bevor wir live verlieren. Also ich meine, man überlebt trotzdem noch ein bisschen, aber... So, dann hauen wir dich wieder kurz voll. Oh fuck, wir haben ja viel zu viel Plutonium. Hier, das hauen wir auch mal. Für die Startschubdüse brauchen wir halt jede Menge Plutonium immer. Jeder Start haut 25% der Startschubdüse runter. Und dazu brauchen wir wieder ein bisschen Plutonium. Also, schaden tut es nicht, wenn wir ein bisschen Plutonium bei haben immer. Das Zink, wozu brauchen wir Zink nochmal? Ich glaube, um das Deflektor... War das? Ach nee, um den Gefahrenschutz. Genau, wir können das Zink durchaus behalten für den Gefahrenschutz. So, Freunde, wir starten mal. Wir gucken mal, was wir hier noch Schönes finden können. Ich fliege mal ein bisschen höher. Das ist jetzt nicht arg viel höher. Das ist nicht arg viel höher. Komm, wir fliegen. Achso, Impulsantrieb wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Ich sollte mir angewöhnen, nur mit der Maus zu steuern. Das macht es deutlich angenehmer. Was ist da vorne? Oh, drei Flieger. Hi. Was ist das denn hier? Wow, warte mal, da muss ich hin. Können wir da drauf landen? Landebereich nicht frei. Was? Aber hier. Was ist das für eine Riesenstation hier? Fuck, jetzt bin ich voll am Arsch der Welt gelandet. Na gut, egal. Ist ja, na, das ist nicht egal, das ist doof. Wir müssen da nochmal ein Stück ranfliegen. Ich weiß, das kostet wieder Startschubdüse und so. So, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Hier. Fuck off. Oh, jetzt landet er. Landen wir vielleicht auf der Station direkt? Das wäre doch mega geil, oder? Alter, wie geil ist das denn? Wir landen direkt auf der Station. Wie ultra geil ist das denn? Krass. Da steht jemand. Das ist ein Gag. Das ist ja geil. Kaufmann Esvelige. Mega. Freund Verzweiflung, Gag-Händler, Gag-Oxid. Mehr haben wir nicht verstanden. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir bedanken uns mit Oxid, denn Oxid verstehen wir. Ach, warte mal, wir können das nicht machen. Wir brauchen Eisen aus dem Inventar. Okay, Errungenschaft freigeschaltet. Kontakt. Nice. So, wir nehmen mal ganz kurz das Eisen mit. Cool.
Ich finde diese Interaktion mit den. Mit diesen Außerirdischen total geil. Das ist total interessant. Da ist wieder geil, dass wir jetzt zum Beispiel das Wort Oxid verstehen. Das ist perfekt. Der hocherfreute Händler pickt fröhlich auf mein Geschenk. Was? Pickt fröhlich auf? Ja, okay. Jetpack Booster. Das Jetpack verfügt über verlängerte Schubstöße. Okay. Das ist interessant. Dazu brauchen wir allerdings ein besseres Multitool-Werkzeug. Oder geht das über eine... Ach nee, das läuft hier drüber. Okay. Warte mal. Ich weiß, das kostet mich wieder einen Platz. Aber... Wir brauchen eine Platte, okay. Ich könnte hier so ein paar Sachen herstellen. Hier zum Beispiel Toxindämpfer, Kühlmittelnetzwerk. Wärmeschutz stabilisiert sich. Ausdauersteigerung geht auch noch, okay. Aber das Jetpack Boost, das finde ich ganz geil, um ehrlich zu sein. Warte mal, wir müssen mal zurück zum Schiff. Oder aber... Temperatur stabilisiert sich. Ein Terminal des galaktischen Marktes. So, mal gucken, was wir verkaufen können. Wir können zum Beispiel, wir haben jetzt, hier Gold, guck mal hier, 51 für 11.000. Ciao, Gold. Das ist richtig teuer. Und Nickel hauen wir jetzt einfach, ich glaube, wir hauen es auch mal weg, oder? Minus 0,8% ist drauf geschissen. So, Plutonium, Zink, Eisen, Nee. So, den Rest müssen wir kurz aus dem Schiffchen holen, dann verkaufen wir einfach ein bisschen was. Wir können das Zeug ja wieder farmen, ne? Ach, warte. Guck mal, hier konnte man ein Raumschiff. Ah, geil. Da muss ich gar nicht zum Raumschiff. Das ist ja super. Guck mal hier, hier kriegen wir sogar noch plus 0,2%. Könnte mehr sein, aber hey, ciao. Chrysonit könnte ich auch verkaufen. Alu, Kupfer, ist da was. Ciao. Heridium, Platin. Ist alles nicht so teuer. Immer das grüne Zeug, ist sehr teuer. Eiweißperle, aha. Könnten wir noch irgendwas verkaufen? Soll ich vielleicht doch das Chrysonit verkaufen? Aber wir haben 630 Stück davon. Aber pass auf, wir können ja hier sagen, wie viel wir verkaufen wollen. Wir können 130 können wir verkaufen. Dann haben wir noch ein 500er Stack. So, das dauert ein bisschen hier, merke ich gerade. So, 130 würde ich gerne verkaufen. Sogar für 11.000 Units. Das ist gar nicht so übel. Dann haben wir immer noch 500. Das ist perfekt. Alter, wir haben 900.000 Kohlen jetzt, Leute. Wir haben 900.000 Kohlen. Das ist gar nicht so wenig. Was bist du denn hier? Ist das ein Raumschiff, was wir kaufen können? Direktor Little. Ein Reisemeilenstein erreicht. Bekannt. Aliens getroffen 2. Geil. Das ist absolut geil. Und Kapitalist 833.000 verdient. Nicht schlecht. So, gucken wir mal, was du denn für einer bist. Oh, der sieht mal anders aus. Aktuelles Gag, also ist aber auch ein Gag. Okay. Das ist halt ein Direktor, der sieht anders aus. Der Händler ist offensichtlich aufgeregt, als ich mich ihm nähere. Er pickt auf eine Liste der Fracht, mit der sein Raumschiff beladen ist. Er stellt klar, dass auch sein Raumschiff verkäuflich ist. Aber das Raumschiff taugt bestimmt nicht so viel, oder? Was? Bitte was? Das Ding hat mehr Plätze als meins? Das sieht total scheiße aus. Aber das könnte ich mir kaufen, Leute. Das könnte ich mir kaufen. 19 Plätze. Und dieses ganze Zeugs hier wie, warte mal, vergleichen wir mal. So, wir haben das im Impulsantrieb Startdüse. Wir haben den Hyperantrieb. Und wir haben 4 Upgrades drin, okay? Wenn wir diese 4 Upgrades rausballern, haben wir 2 Plätze mehr. Boah, aber das kostet 500 Riesen, ey. Dann bin ich gleich wieder die Hälfte los. Mehr als die Hälfte. Warum sind das eigentlich...
Okay, wir haben hier dreimal Phasenkühlmittel, Strahlaufprall, wir haben und Kanonenschaden. Sigma, der hat 4 Upgrades drin. Wenn wir die alle rausballern, dann haben wir 2 Plätze. Aha, das ist aber, das Raumschiff sieht kacke aus. Wie kann das mehr Plätze haben als meins? Ich will irgendwie nicht. Ich will eins, was cool aussieht. Ich meine, das ist geil, dass das noch mehr Plätze hat als meins, aber... Und wir könnten es uns sogar leisten. Oh, was war das denn für einer? Scheiße. Das ist so eine riesen Landeplattform. Hier landen viel mehr. Muss ich aufpassen, dass ich hinterherkomme. Okay, weg dieser. Ein bisschen schade, Leute. Ich hätte das schon gerne mitgenommen eigentlich, aber naja. Das war ein ziemlich hässliches Raumschiff. Ist das grün? Was ist das Grüne da unten? Landet da wieder einer? Da landen 2. Das ist bestimmt wieder so ein teurer. Oh, was bist du denn für einer? Boah, das auch. Aber da muss ich trotzdem mal schnell hin. Hallo, Makler Fuckhead. Hey, den kennen wir doch. Dich haben wir doch schon mal gesehen. Freund Raumschiff Blamuto. Das kostet bestimmt wieder 1,9 Millionen. Bitte was? 25.000 Units? Für 10 Plätze? Okay, das ist also egal, was für ein Raumschiff das ist. Das kann mal so und mal so viele Plätze haben. Ciao. Also 10 Plätze, das will ich wirklich dann nicht. Beim besten Willen nicht. Aber hier drüben war nochmal eins. Aber ich befürchte auch, ganz ehrlich, Leute, ich befürchte, das Maximum, was wir uns leisten können, ist sowas, wie wir gerade bei dem Typen da hatten. So mit 19 Plätzen. Ach Mann. Wo kriegen wir denn diesen blöden Atlas-Pass her? Oh, Hallöchen, was bist du denn? Ein Gag-Amulett, das ist doch schön. Das Gag-Amulett, das können wir nämlich direkt wieder verscherbeln hier. Das trifft sich ja sehr gut. Was ist hier oben eigentlich noch drauf? Nichts, oder? Nö, hier oben können wir... Nö. Landet vielleicht noch irgendwo einer? Okay, da kommt wieder einer. Was ist das für ein Flieger? Oh, das ist ein kleiner. Geil. Den würde ich mir gerne anschauen. Sieht lustig aus. Aufseher Eflan. Hallo Aufseher. Ah, du siehst auch so aus wie der Direktor. Na dann. Gag handeln. Ja, das sind alles Händler. Was kostet dein Raumschiff denn? 19 Plätze kostet 531.000. Ups, und ich hau schon wieder mein Mikro. Es tut mir leid, Freunde, es tut mir leid. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde gerne mehr Geld sammeln und ein größeres Schiff kaufen. Zumal das jetzt auch wieder kein ultra tolles. Ah, Mann, das ärgert mich. Ich würde es gerne nehmen wegen den mehr Plätzen, aber scheiß drauf. Scheiß drauf. Wir lassen es mal. Sicherheitshalber behalten wir die Kohle erstmal. So. Und dann gucken wir erstmal kurz wieder Inventar umschichten hier. So, das Zink behalten wir natürlich. Chrysonit, Heridium, Platin. So, Kohlenstoff, das da hier, das da da. Ich sortiere nur ein bisschen, ne? Nicht wundern. Und was haben wir hier noch drin? Zink, Eisen haben wir. Warum haben wir so viel? Ach so. So, genau. So, das Zink hier und das Plutonium und so, das behalten wir mal hier. Ach, Moment. Ich habe ganz vergessen, das Amulett noch zu verkaufen. Das machen wir natürlich noch.